Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft. Let's Build Medieval, Minecraft Medieval. Oh Gott, ich bin so durcheinander. Ja, wir nehmen jetzt gleich die nächste Folge am Stück auf. In der letzten Folge habe ich ein bisschen ein themenbasierter Rede. Heute werde ich mal wieder ein bisschen designtechnischer reden. Ja, genau. Designtechnischer reden. Das ist natürlich auch, hört sich wieder so derbe intelligent an. Intelligent. Very intelligent. I'm so intelligent. You are so intelligent. Where it coming from? Ja, es wäre witzig gewesen, wenn es witzig wäre, aber es ist nicht witzig, deswegen verzeiht mir meine Art. So, hier kommt das so hin und dann kommt hier das so hin. Genau, das passt. Passt das? Ja, das passt schon. Das passt schon, keine Sorge, Wolfio. Oh mein Gott, ey. Ich werde nicht so viel Kacke labern. Das ist erstmal nur ein Provisorstuhl, das wird natürlich noch verändert, keine Sorge. Das soll nicht wirklich so aussehen. Sollte man sagen. So, werde ich gleich mal. Ja. Ja. Von oben so. Hat auf jeden Fall Stil. Muss natürlich alles noch schöner gemacht werden, keine Sorge. Darum kümmere ich mich dann auch noch. Mal gucken, dass ich das hier mal so ansatzweise gleichgeschaltet kriege. So, das. Hier zwei. Hier wieder ein. Oder? So, Lisa. Kurz. 3, 2, 2, 1, 1. Seit Logic. 3, 2, 1. Bauen wir es lieber mal schon mal fertig. Dann werden wir sehen, ob es richtig ist. Wenn du richtig siehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja. So. Das ist natürlich super juppie. Das. Lol. Das und das. Das sitzt. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Wie man so schön sagt. Wie ich früher mal gern oft gesagt habe. Das habe ich jetzt in letzter Zeit relativ wenig gesagt. Was ich so alles sage. Clever, clever, clever. So, das ist natürlich richtig. Richtig. Nochmal richtig. Und hoffentlich habt ihr gerade nicht gehört, dass bei mir eine Nachricht angekommen ist. Hat nichts mit dem Projekt oder so zu tun. Das ist einfach eine Dingsnachricht, die jetzt gerade keine Rolle spielt. Aber auch als recht interessant, die Sache. So, hier. Soll ich das hier schon wieder abflachen lassen? Das wäre natürlich, das ist über die Mitte, das wäre jetzt sinnvoll, es wieder abflachen zu lassen. Na klar, wieso nicht? Wieso eigentlich nicht? Müsste ich aber vielleicht mal so provisorisch, das kann ich ja alles wieder wegmachen. Ist ja no problemo, aber es wäre dann vielleicht leichter zum Bauen, wenn ich das immer hier so abflachen lasse. Und das dann hier quasi schalenmäßig aus. Ich habe gerade zigtausend fehlerhafte Blöcke gebaut. Mal wieder Otschen intelligent ist natürlich wörtlich auch wieder falsch, aber egal. Muss ja keiner wissen. Heißt einfach keiner. Jo, dann kommt das schon hin. So, dann bauen wir das mal zu. Wieder hier ran. Denn hier oben kommt so ein kleiner, das ist ein Hafenkontor, das heißt, hier ist auch ein kleines Lager mehr oder weniger. Hier oben kommt so ein kleines Lager hin. Und hier in diesen Turm haben wir so reingelegt, dass man hier so einen kleinen Kran raushängen lässt. Der dann quasi dieses Zeug, was hier so hingelagert, quasi hoch dann in den kleinen Lagerraum hier oben drin bringt. Zwar nicht sehr hoch hier, aber hier wird ein Haufen Zeug gelagert werden. Auch durch den Turm und so, das wird bestimmt geil aussehen. Ich habe da irgendwie so ein Bild im Kopf, aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich habe das, was ich baue, hat bestimmt, ja, weiß nicht. Ich habe da irgendwie so ein Bild im Kopf, aber keine Ahnung, wo das herkommt. Das Bild, was ich im Kopf habe, ist bestimmt von einem ganz anderen Gebäude, aber die Idee klang mir logisch. Fand ich so, die habe ich das Gefühl so. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja, hahaha. Jo, das könnt ihr ruhig mal machen. Ich lese immer gerne Kommentare.
auch wenn ich nicht Community geil bin, mir eigentlich Kommentare so ja sind, Hauptsache ich habe Spaß an meinen Videos. Ist mir eigentlich, ja, ich bin so ein Typ, eigentlich ist es mir okay, eigentlich ist es mir dann egal, wie viele Leute meine Videos gucken ob, oder ob sie kommentieren und so, Hauptsache ich habe Spaß an meinen Videos und wenn es euch gefällt, könnt ihr gucken, wenn nicht, dann nicht. Ist mir ja blanke, so, das wollte ich mir mal gesagt haben, weil sonst denken die Leute, das wäre irgendwie, wer weiß. Keine Ahnung, was das sein könnte. Und dann haben wir es. So, das mit der Holzschicht habe ich ja gesagt, das wollte ich verbessern, aber es, die Dachform ist, die hat schon mal Stil. Ach Gott, ey. Das muss weg. Das muss dahin. So, das macht Sinn. Jetzt bräuchte ich mal wieder mein schwarzes Spruce Wood. Und wir sind gerade bei 6 Minuten, das ist ja schon mal geil. Das hat schon mal Stil. Ja, ich immer mit meinem Stil hier. Kann ja auch nicht wahr sein. Nichts kannst du, ne Scheiße labern. Jo, das kann ich sogar sehr gut. Das mache ich ja hier mit meinen Let's Plays relativ oft, denke ich mal. Laber ich Scheiße, laber ich keine Scheiße? Gute Frage. Jo. Wie ich schon länger nicht mehr gemacht habe, ist meine alte Opa-Stimme. Jetzt habe ich momentan ein bisschen abgeflacht. Wer weiß, wo es liegt. Das kann man ja aber alles noch wiederbeleben. Sag mal, Ronny, was ist denn bei dir los? Haben dich ja lang nicht mehr gesehen. Zum Beispiel. Das wäre eine Idee. So, jetzt gucken wir mal. Kann man hier irgendwo dran sitzen? Ich glaube, das wird ein bisschen schwer werden. Ne, klappt nicht. Ich würde gerne so jetzt so einfach so eckig ransetzen. Das wäre richtig Deluxe, aber es geht nicht. Ich würde es gerne machen. Nee, warte mal, das war jetzt dumm, das wollte ich nicht. Aber was ich mal machen kann, wäre vielleicht sagen, okay. Man setzt hier die äußere Schicht in ein dunkleres. In ein dunkleres Holzstückchen. Das wäre geil. Obwohl ich jetzt eigentlich, naja, egal. Das kann man erstmal so machen. Dann schauen wir uns das mal an, wie das ausschnuckelt. Wie schnuckelt das aus? Sehr gut schnuckelt das aus. So, das. Und dann setzen wir da ein Spruce-Wood, da ein Spruce-Wood. Und das hat, von der Seite hatte schon was, die muss man sagen. Muss man eingestehen. So, hier bauen wir mal auf. Kann man sowieso, glaube ich, nicht mehr von der Seite so einfach hin. Da muss man dann schon wirklich reingehen. Jo, muss man. Ist natürlich auch ein bisschen unpraktisch gerade fürs Bauen. Dann. Sache mal, Ronny. So, dann gehen wir mal hoch, gucken uns mal an. Denn hier ist mit dem Holzrand, das sieht ein bisschen doof aus, deswegen setze ich da lieber mal Stein rein. Oho, ich setze Stein rein. Wie witzig. Set Magic. So, hier ist so ein kleines Loch. Hier kann man so ein bisschen runter gucken. Oder nee, das lassen wir weg. Kann man hier vielleicht besser gucken. So ein kleines verstecktes. Nee, das ist, wäre Lichtbug, will ich jetzt nicht mitarbeiten. Das wäre sonst doof. Und hier drüben kann man das auch mal machen. Mit welchen Holzblöcken mache ich denn? Oh, scheiße. Scheiße. So, das bauen wir ab. So, das bauen wir ab. Dann setzen wir das hier unten. Das da. Nein. Falsch. Tatsächlich ist das falsch. So, tatsächlich. Kötache. So, hier kommt direkt das Lager dahin. So, wie ich mir das vorgestellt habe, so, das, ja, es hat was, jetzt mit diesem äußere Schicht das so zu machen, und dann nimmt auf jeden Fall, die Stadt nimmt auf jeden Fall Stieren, auch wenn es, ich denke mal, dieses Projekt wird sich Ewigkeiten hinziehen können, weil man hier unendlich, könnte ich ja, meinen Titel habe ich ja nicht beschränkt auf irgendwas bestimmt, sondern ich habe ja auf Minecraft-Medaille, das heißt einfach nur ein Minecraft-Mittelalter, ein Mittelalter. Das heißt, da könnte ich so unendlich viel bauen eigentlich.
habe ja mich auf nichts beschränkt eigentlich. Ich habe eigentlich nur, dass ich im Mittelalter baue. Das heißt, wenn du alles bauen, Hauptsache es passt zeitlich in den Zeitraum des Mittelalters. Und das finde ich natürlich genial. Ich glaube, ich werde mir wirklich noch ein paar Leute mit hinzusuchen. Jetzt baue ich zumindest gerade erstmal ein Fischerdorf und dann werden noch ein paar andere Dinge kommen. Also das Projekt kann sich eigentlich über Jahre entziehen. Wer weiß, vielleicht kann ich die Map dann irgendwie auch mal irgendwann mal irgendwo rinstellen. Vielleicht kann daraus mal irgendwas werden. Wer weiß, können wir schnuckeln. Schnuckeln. So, kann man das jetzt. Ist das richtig? Nee, ist nicht. Das ist nicht, Ronny. Und es hat gerade gehangen. Ganz kurz, oh, das ist hier falsch. Ich habe fast schon wissen können. So, da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Und da kommt was. So, dann kommt hier runter was. Da kommt was, da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Und dann setzen wir da nicht das hin, sondern das. Genau. Macht Sinn. Dann sind wir schon bei 10 Minuten. So schnell, so langsam eigentlich. Freue mich eigentlich, da habe ich noch schön viel Zeit zum Bauen. Und ich denke mal, ich werde jetzt wirklich auch mal 3 Folgen am Stück aufnehmen. Das wäre vielleicht mal eine geile Idee. So, es sieht jetzt zwar von vorne ein bisschen merkwürdig aus, aber von der Seite gefällt mir das schon mal richtig gut. Hier was mit den kleinen Kämmerchen, das könnte man vielleicht noch ein bisschen besser machen, indem man sagt, man setzt hier noch sowas rein. Das ist quasi so ein kleines Fenstersteinchen. Ja. So, das geheime Lagerräumchen. Mit dem geheimen kleinen Fenster. So, dann. Style-technisch ist es noch nicht auf dem Level, wie ich es gerne hätte, deswegen muss ich hier noch ein bisschen was machen. Auf jeden Fall muss ich noch ein bisschen was machen. So, Sprucewood brauche ich wieder. Zäune kann ich. Boah. Sprucewood. Sprutzewood. Sag mal. Ich bin gerade irgendwie unfähig gewesen. Das setzen wir mal darin, darin. Darin, darin. So. Das jetzt mal darin. Darin. Okay, das hat Stil. Hat Stil. Oh Mann, dieses hat Stil. Das heißt Bad. Ein Scheißbad. Nein, jo. Dann machen wir das mal. Da, 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 da. Da, 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 da. Das hat Stil. Und das meine ich jetzt mal ernst. So. Ja, hat was. Hat auf jeden Fall schon mal so einen eigenen Stil, kann man schon mal so weit sagen. So, was ist hier diese komischen Plöckchen hier? Könnte man. Nee, macht keinen Sinn. Hier setzen wir mal vielleicht mal eine Fackel drauf. Und einfach nur so ein Ding. Obwohl. Nee, das sind zwei Eigendinger. Die brauchen wir nicht. Lass mal. Für den Steg. Hier ist hier der schöne Hafenkontor. So, ich denke mal, das Dach ist soweit. Naja, nicht ganz. Wenn wir mir noch einfallen lassen. Ich habe schon, glaube ich, eine Idee, wie ich das mache. So, hier ja, diese Streben. Du hast aber einen schönen Streben. Guck, das hat. Dann müsste ich das aber schon durchgehend machen, damit das wenigstens in einem schönen Intervall steht. Ja, das kann man so machen, das kann man definitiv so machen. Das kann man so machen. Muss ich mal gucken, ob ich die letzte Schicht auch noch so mache. Überlege ich gerade noch. So, das. Die letzte Schicht hier oben lasse ich wieder. Lasse ich das wieder normal, aber die beiden Schichten, das kann ich so machen. Mache ich definitiv so, denn es hat Stil. Stylomatico. Ach Gott, ey. Das ist jetzt so schlecht gewesen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, da. Sag immer. Du bleibst aber ordentlicher. Ja. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall. So, ich glaub mal, das macht Sinn. Da. Huh. Ha, passt. Passt wie angeschnippelt. So,
Von oben sieht es dann wieder ein bisschen merkwürdig aus, wenn es so unausgeglichen ist, aber von unten macht das Sinn. Das kann man eigentlich gucken, dass man hier so kleine Dachfenster noch mit drin setzt. Mal gucken, wie man das steiltechnisch schon innen heraus machen kann. So, hier könnt ihr ein Dachfenster rein. Dann baue ich da mal auf. Und hier könnt ihr ein Dachfenster rein. Jetzt gucken wir mal, wie wir es von außen hinkriegen. Von außen ist es immer leichter, etwas zu bauen als von innen. Das ist natürlich, muss man wissen, wenn man bauen will. So, dann kann man mal hier das so machen. Das so. Da überlegen wir mal. Wie machen wir das jetzt? So oder? Lassen wir es erstmal so offen. Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ja, das sitzt so dann zwar sehr eng an, aber es macht auf jeden Fall Sinn. So, meine alte Fenstertechnik mit meinen Schildern kann ich glaube ich schlecht machen, da hier ja ein bisschen Delay dahinter ist. Ja, das ist ein sehr zu großer Delay für sowas. Das heißt, man kann es vielleicht auch ohne machen. Gucken wir erstmal rein. Hier kann man schön gut gucken. Das heißt, es macht sich schon mal gut. So, da ist ein Block, den kann man eigentlich mal rausnehmen. Hier dieses Stückel hier, das machen wir mal schon zu, sonst sieht das hässlich aus. So, das machen wir auch mal zu. Und hier die Schicht hier kann man auch mal zumachen. Mit der Treppe merke ich gerade, hier ist die Treppe zu eng. Das heißt, man kann jetzt zwar zweiseitig hochgehen, aber muss dann hier so ein bisschen zur Seite dann gehen. Das heißt, die Treppe ist ein bisschen geheimelt. Geheimelt. Ach ja. Heimel, heimel, die Treimel. So, dann bauen wir hier mal den Kran ran. Ist das hoch genug? Ist mir irgendwie aber nicht so hoch, wie ich es gerne hätte. Dann bauen wir es halt noch ein bisschen höher. Setzen wir halt den Kran. Werdet ihr sehen. Werdet ihr sehen. Müssen wir hier einfach mal ein bisschen größer aufschließen. Dann setzen wir mal das hier mal so ab. Der Turm ist quasi so von innen imaginär. Boah. Gleich nach der Folge werde ich mich mal auf die örtlichen Begebenheiten stürzen. Örtlichen Begebenheiten, genau. Es ist gerade was im Anlauf. Ich würde erstmal sagen, ich beende erstmal diese Folge, damit wir uns gleich in der nächsten Folge wiedersehen können. Auf jeden Fall, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich heute hingezaubert habe. Ich finde es auf jeden Fall Style. Ist aber noch nicht ganz fertig, wird auf jeden Fall noch besser werden. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn sie heißt Let's Build mit Ivel. Bis denn, meine Freunde. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao!